In der heutigen Folge von Paper Mario Color Splash betreten wir die allererste Schnick-Schnack-Schnuck-Arena und bocken uns durch diese durch. Außerdem erkunden wir zum allerersten Mal das Museum und ich treffe die Entscheidung, ob wir es vervollständigen oder nicht. Viel Spaß euch! Willkommen zu einer weiteren Folge von Paper Mario Color Splash. In der letzten Folge haben wir die Inigo-Grotte komplett gemacht. Und bevor wir in dieser Folge die Azurbucht machen, gehen wir zur Schnick-Schnack-Schnuck-Arena 1. Oder wobei, wir haben noch Briefe bekommen. Ich glaube, wir gehen zuerst dann nach der Schnick-Schnack-Schnuck-Arena nach Port Prisma und gucken, was für Briefe wir bekommen haben. Aber erstmal beginnen wir mit der ersten Schnick-Schnack-Schnuck-Arena. Was ist das hier für ein Saftladen? Herzlich willkommen in der Schnick-Schnack-Schnuck-Arena, dem Ort, in dem Legenden aus dem Ärmel geschüttet werden. Aha. Dein Gegner Runde 1 besitzt eigentlich immer nur die Karte, die ihm am wenigsten ist. Ach ja, er ist gut gerundet. Okay. Was ist zur Hölle? In Runde 2 triffst du auf... Klug. In Runde 2 triffst du auf einen fiesen Gegner, der im Kampf... Den Kämpfen meist mit der Faust, aber manchmal auch mit der flachen Hand zuschlägt. Ist gut gerundet. Sollten wir nicht eigentlich... Also, ich kenne den Quatsch hier. Das ist quasi einfach nur Schere, Stein, Papier und es ist teils Glück und teils nicht und... Meh. Naja. Wenn du an unserem Schnick-Schnack-Schnuck-Turnier teilnehmen möchtest, begib dich doch auf der einfach zur Tür. Also, du möchtest also beginnen, hä? Ja, komm, geben wir uns den Quatsch. Na dann, let's go! Schnuckstreiter von nah und fern kommen in diese Arena und haben nur ein Ziel. Sie wollen voller Ruhm und Reichtum die Arena wieder verlassen. Dafür werfen sie nicht nur ihr Talent und ihren Mut, sondern auch eine gehörige Portion Glück in die Waagschale. Zelebrieren wir gemeinsam die Kunst von Schere, Stein, Papier! Ach Gott. Super Schnick, Schnack, Schnuck. Ah, okay. Ich freue mich, unsere Schnuckstreiter in der Arena begrüßen zu dürfen. In der Ecke der Neuersteiger aus dem fernen Pilzbereich mit Mamiya höchstpersönlich Mario. Und in dieser Ecke, die ewige unterste Sprosse auf der Karriereleiter in Bowsers Militärapparat, begrüßt mit mir den wandelnden Shiitake-Pilz Gumba. Runde 1, Mario gegen Gumba, Schnuckstreiter, wählt eure Karten. Ja, die Schnick-Schnack-Schnuck-Arenen sind halt absoluter Beschiss und ich muss kurz cutten, Moment. So, sorry Leute. Simpel gesagt, es ist Schere, Stein, Papier und es ist halt absoluter Beschiss. Also, der erste Tipp war von den Goomba, er ist gut gerundet und wird das einsetzen, was ihm am ehesten ist. Ich würde zwar, jetzt kann man sagen, okay, nee, komm eigentlich immer mit Papier durch. Würde ich jetzt sagen. Ach komm, mach keinen Schnack. Jawohl. Mario! Dein Gewinn für das Bestehen von Runde 1! Oh ja, und durch die Schnick-Schnack-Schnuck-Arena kriegen wir ordentlich Kohle. Was wir gerade echt gut gebrauchen können, wenn ich ehrlich bin. Okay. Die Erwartungen an den Gegner für die zweite Runde sind unbeschreiblich hoch. Leider werden sie nicht alle erfüllt werden, denn sein Gesicht zeigt unser nächster Schnuckstreiter für kein Preisgeld der Welt. Er hat eine Applausologie und das Selbstvertrauen eines Fahranfängers auf den Regenbogen Boulevard. Scheiße! Runde 2. Mario gegen Scheiger. Schnuckstreiter legt los. Das ist einfach viel zu episch gemacht, aber ich glaube, hier ist auch Papier die richtige Lösung. Ja, dann.
Schnick! Schnack! Schnuck! So ist es. Mario! Den Gewinn für das Bestehen von Runde 2! 500 Münzen! Das wär's. Das letzte Rundlein hat geschlagen. Wollen wir noch mal sehen, welcher Gegner uns diesmal beehrt? Ein fanatischer Fußsoldat, dessen giftgrünen Panikpanzer ein jeder zu spüren bekommt, der ihn schamlos mit einer Schildkröte vergleicht. Grüßt also mit mir die Schildkröte, die keine sein will. Cooper! Die Runde aller Runden. Runde 3. Schnuckstreiter, dreht eure Karten. Okay, zu Cooper wissen wir nichts. Ich hoffe einfach mal, dass er beim selben Streamer bleibt wie der Rest. Komm schon. Schnick. Schnack. Bloß nicht Schere. Ach komm. Oh, ein Unentschieden. Schnuckstreiter zurück auf eure Plätze. Versuch Nummer 2. Schnuckstreiter wieder. Oh Gott, soll ich dabei bleiben? Oder will ich jetzt auf den Stein wechseln? Ich riskier's. Tun schon, das bitte kein Fehler gewesen sein. Ja, danke! Mario! Damit wär's es gewesen. Gewonnen! Du hast das Turnier gewonnen und erhältst als Belohnung einen großen Sack Münzen. Außerdem gibt es ein brandneues Kart. Warte mal, der kriegt ein Auto? Nee, entschuldigt, es handelt sich selbstverständlich um eine brandneue Karte. Die Zitronenkopie. Und 1000 Münzen. Damit sollte unser Kontostand wieder sehr hoch sein. Das war's schon, Leute. Ihr müsst noch nicht nach Hause gehen. Aber hier könnt ihr leider auch nicht bleiben. Tschüssi! Gewonnen! Glückwunsch! Ja. Glückwunsch zum Sieg gegen den in der Schnickschnack-Schnuck-Arena 1. So spielt man Schere, Stein, Papier. Also ich kann euch eins sagen, Leute. Wir werden hier zur Schnickschnack-Schnuck-Arena 1 nochmals zurückkommen. Aber dazu erst später mehr. Jetzt machen wir uns erstmal auf nach Port Prisma. Denn in Port Prisma ist ein Brief angekommen und es gibt noch ein paar andere Sachen zu erledigen. Sie haben Post. Hui, hui. Ja. Da guck mal, der rote, das rote Ding zeigt sogar an. Der rote Briefverschluss? Hallo Mario, du kommst gerade recht, du hast Post. Werter Mario, vielen Dank, dass du so freundlich warst, mir deine vortreffliche Kartenkollektion zu zeigen. Und da du der stolze Besitzer eines solch vorzüglichen Sammlung bist, dachte ich, dass du mir vielleicht mit etwas behilflich sein könntest. Ich warte dich in der Kampfkammer im gelben Viertel. Mit freundlichen Grüßen, Kartenkenner Tripp. Nicht vergessen, alte Briefe kannst du jederzeit wieder lesen. Okay. Dann gehen wir mal zu dem Tod. Generell, es kam noch eine andere Sidequest gerade. War die auf dem Pepperoni-Pfad? Ich glaube, die war auf dem Pepperoni-Pfad. Das war der Kaffeebesitzer, glaube ich, oder so. Wir sollen zu ihm kommen oder keine Ahnung, irgendwas sowas. Jedenfalls, wir gehen erstmal hier zur Kampf. Hä? Was mit dir? Das ist irgendein komischer Kerl, der aufgetaucht und der geht einfach nicht wieder weg. Ah, Mario, ich war trefflich, dass du so freundlich warst, meinem Ersuchen zu folgen. Mir nach. Hier entlang, bitte. Was denn, eine Geheimtür? Und warum gibt es hier so viel Technologie in einem schäbigen kleinen Lagerraum?
Das ist schon seltsam, Mario, aber vielleicht solltest du da immer nachgehen. Vielleicht ist auch einfach eine gute Art und Weise gut. Das ist ein Tor, das noch nie aufgefallen ist. Den Kampf kommt tot. Was ist das denn? Ich habe Jahre meines Lebens damit verbracht, dies einen Ort zu schaffen, an dem die Geschichte unserer Insel für die Nachwelt bewahrt wird. Willkommen, meine Freunde. Willkommen in einer Oase von Kunst und Kultur, dem Prinzma-Museum. Ein unterirdisches Museum? Das ist bestimmt einer dieser Künstlertreffs, von denen niemand etwas weiß. Oh nein, ganz im Gegenteil, mein Freund. Mein Ziel ist es, unsere Kollektion so viel Interessierten wie möglich zugänglich zu machen. Selbst der einfache Tor von der Straße soll sich daran erfreuen können. Damit bleibt nur ein kleines Problem. Im Museum gibt es einfach noch nichts, was ich präsentieren könnte. Und da er deine Kampfkartensammlung gesehen hat, Mario, wäre es sehr schön, wenn du uns mit Spenden unterstützen würdest. Das wäre eine Spende für eine gute Sache. Außerdem ist Port Prisma meine Heimatstadt. Es wäre sicher schön, das Museum später zu besuchen und die Erinnerung in Erinnerung zu schwelgen. Ausgezeichnet! Ich wusste, dass ich mich auf jemanden wie mit deinem erlesenen Geschmack in Sachen Kampfkarten verlassen kann. Erlaube mir, dich nach dieser langen Vorrede einmal herumzuführen. Die drei blauen Türen vor dir führen zu Ausstellungsräumen für Kampfkarten. Von links nach rechts zeigen sie Standardkarten, Schergenkarten und Dingskarten. Wenn du eine Karte besitzt, die du spenden könntest, leuchtet der Stern über der Tür. Betritt einfach einen Raum und folge den Anweisungen des Tors, um eine Karte zu spenden. Weiter geht's. Die rote Tür zu deiner linken führt zur Gemäldegalerie. Je mehr Karten du spendest, umso mehr Kunstwerke können wir hier hinzufügen. Die grüne Tür zu deiner rechten führt halt zur Audiothek. Sobald du einen Ort komplett wieder eingefärbt hast, wird die Audiothek um neue Musik erweitert. Informationen erhältst du von Kunstkenner in der jeweiligen Ausstellung und ich kann dich über den Stand der Gesamtkollektion informieren. Cool. Ich kann dir gar nicht genug für all deine Hilfe danken. Pass gut auf dich auf. Ey, yo, ich hab Essen auf dem Herd, also ich würde gern cutten. Ja, gleich, ich bin gleich fertig. Okay. Oh ja, du hast einen guten Gebrauch von deinem Farbhammer gemacht, nicht wahr? Ja, denke nicht, dass uns das nicht aufgefallen wäre. Dank deiner Bemühungen waren wir in der Lage, unsere Audiothek um zusätzliche Musikstücke zu erweitern. Ja, ich hab's übrigens ernst gemeint, ich hab Essen auf dem Herd. Okay, bis gleich. Dann reden wir gleich. So, ich bin wieder da. Und zwar, ich habe mich dazu entschlossen, hier zu sagen, das Essen war lecker. Und zum anderen, wir machen das Museum. Ja, ich weiß, gegen Ende des Spiels wird das, also wenn wir das Spiel durchhaben, wird einfach nur noch ein ewiger Grind werden, aber naja. Das hier ist die Standardkartenkollektion. Hier findest du gewöhnliche Karten wie Sprung oder Hammerkarten. Karten, die du bereits gespendet hast, kannst du dir auf der großen Anzeige in der Mitte ansehen. Wir wissen deinen Beitrag zum Museum wirklich zu schätzen. Diese Karten könntest du spenden. Ja, genau. Das sind, diese hier. Wir haben ordentlich viele Karten zum Spenden und, weil, ihr wisst ja, ich bin ein Ehrenmann meines Hauptes. Deswegen spende ich alle und ich glaube, ich mache jetzt einmal kurz die Timelapse. Okay, auf zu den Dingskarten. So, jetzt aber die Dingskarten. Ich dachte, die kommen davor. Zufrieden.
Nein, ich wollte kurz gucken. Wie sieht unser Kartenrepertoire jetzt aus? Gott, Alter. Ach, es hält sich noch in Grenzen. Naja. Das Museum wird wahrscheinlich die letzte Aufgabe sein, die wir vorstecken werden. Deswegen, ja, es wird am Ende, wenn wir den Endboss besiegt haben, noch danach noch definitiv noch einen Part geben, wo wir das Museum uns angucken. Gibt's zwar schon 50.000 Mal, aber... Ich brauche auch so einen Part mal, okay? So. Ich überlege gerade, wo wir jetzt hingehen. Ich will mir auf jeden Fall bei der Quetsche was besorgen. Und zwar einmal... Okay. Ja, wir holen uns halt alle... Wir holen uns den Ventilator einmal. Los! Denn ich will... weiter mit Luft wählen. Nee, nicht wählen, warte, das klingt falsch. Luft pusten. Mit dem Ventilator, okay? Die rote Blätter drehen sich und es kommt Luft, okay? Ja, okay, verstanden. Okay, und wir holen uns den Pömpel. In Zukunft werde ich die Quetsche nicht mehr aufnehmen, wenn ich mir was hole. Weil es frisst nur unnötig Zeit und für euch ist da nicht so ein großer Mehrwert dabei. Aber dieses eine Mal machen wir es noch. Da. Fahren wir fort. Ich würde sagen, wir machen die Abzubucht. Warum denn nicht? Let's go! Oh. Es geht ab. Mario! Wir bereiten uns hier in der Azurbucht auf das Ozeanfest vor. Wie der Name schon leicht andeutet, feiern wir dabei den Ozean und lassen die Seekuh fliegen. Das wird die totale Party! Ozeanfest? Die Farbstände sind weg und ihr schmeißt eine Strandparty? Naja, so sind sie, Toads. Ich vermisse es, sie in den Prismabrunnen tanzen zu sehen. Wenn in Port Prisma je wieder eine Toad-Party steigen soll, müssen wir die großen Farbstände finden. Hier in der Azurbucht muss irgendwo ein kleiner sein, also sehen wir uns mal um. Wahre Worte, spricht der Farbeimer. So. Hier fehlt schon mal ein größerer Farbfleck. So. Jetzt habe ich vergessen, dass ich zum Paper Toad wollte, ne? Wie kommt man da hoch? Ah, okay. So. So. Ah, hier, warte mal. Das habe ich nicht übersehen. Ich habe es gesehen, Leute. Den abgenutzten Hammer, den nehme ich natürlich mit. Denn lange sind die nicht nützlich. Und solange sie nützlich sind... Hm. Okay. Was geht ab, Toadie? Ich drehe noch durch. Wo ist er nur? Es heißt, dass ein legendärer Pirat in dieser Höhle seinen Schatz versteckt hat. Ich habe hier schon alles nach einem versteckten Schatz oder so abgesucht, aber der Schatz ist wohl auch nur eine Legende. Warum ist er dieser eine Verdächtige? Warum ist er dieser eine Verdächtige Liane, wollte ich sagen. Okay. Geld, ja, Geld. Ich will mehr. So. Dann geht's auf die Schnellflug-Arena. Da kriegst du ganz viel Kohle. Ja, danke für den Tipp. So. Was für ein Opfer.
Oh, jetzt sind wir hier oben. Kriegen wir hier nur noch abgenutzte Hämmer? Nee, dreifach abgenutzte Sprünge. Die sind auch mal noch dabei. Oh Gott. Okay, da habe ich Angst, dass da irgendwann mal was Richtiges ist. Unglaublich! Was denn? Was für eine Aussicht! Entschuldige, aber ich hatte echt noch nie die Gelegenheit, diesen Teil des Meeres zu sehen. Wirklich toll. Zu blöd, dass ich gerade nur ein Stück Papier bin. Sonst würde ich mich garantiert mal reinwerfen. War's das? Okay. Ja! Alle Früchte müssen runter. So. Da sind Toadies und da ist noch ein farblos Fleck, den ich vorhin übersehen hatte. Okay. Na komm. Tanzen wir! Bitte kein Walzer, aber. Nee, generell nicht. Ich kann nicht gut tanzen. Na, egal. Was machen wir hier? Ja, komm, der wird's reißen. Warte, ah ne, okay, es reicht. Weil jetzt dieser Scheiß abgeht. Bam! Tot. Wie gesagt, Koopa sind ein Segen. Die helfen euch. Vertraut mir da einfach. So, ganz viel Farbe. Farbe ist toll. Wenn will ich den Sprung erst im Griff. Genau! Hallo, Koopa Boy! Was geht ab? Ich kann kein Deutsch. So. Boom, zack, klatsch, verschwinde. Tschüss. Ab in den Ozean mit euch. Oh mein Gott, will Space etwa Hooper, die eigentlich unschuldig sind, ertränken? Ja. Immer langsam machen. Wir stehen seit gestern Abend hier an. Nicht vordrängeln. Hinten anstehen! Ja, okay, steht. Farblos Fleck! Farblos Fleck, habe ich gesagt. Ich habe gesagt, Farblos Fleck! Ja, genau. Das ist nichts, okay. Ich werde schon paranoid hier. Komm schon, fahr da runter. Ja, meine Früchte. Okay, ist gar nichts. Was geht hier ab? Dieser blaue Tod ist mal wirklich cool. Er will ans Ende der Welt segeln und das in einer Nussschale. In dieser Nussschale. Ich frag mich, wie das Ende der Welt wohl aussieht. Hat man da eine tolle Aussicht? Und wenn ja, worauf? Oh, es geht hier nicht darum, cool zu sein oder einen schöneren Ort zu finden. Ich mache mich auf diese lange, beschwerliche und potenziell nicht nur nervenzerreißende Reise, um eine Bestimmung zu finden. Klingt nach einer ausgewachsenen Sinnkrise. Aber wenn du mit dem Kahn aufs offene Meer rausschipperst, hast du bald eine Sinnkrise. Hey, das Ozeanfest fängt endlich an. Bewegt euch. Wurde auch Zeit. Los geht's. Wir gehen uns amüsieren. Verschwassen dein Boot noch. Ozeanfest! Ich habe keine Zeit für eure albernen Feste. Meine Bestimmung ruft. Ja, und unsere Bestimmung ist es, die Azubucht weiter zu erkunden. Das machen wir aber im nächsten Part. Bis dahin, bleibt dran. Nee, Quatsch, ich starte nichts mehr hoch, aber... Egal. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.